Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei eHajo. Lang ist es her, dass es ein Video gab. Ich muss mich dafür vielleicht auch entschuldigen, weil es einfach gerade, ja, es ging drunter und drüber, weil es mit Corona und so weiter und weil uns natürlich so ein globaler Virus nicht spannend genug ist, haben wir beschlossen, wir ziehen in der Zeit privat und mit der Firma auch um. Ich habe wirklich viele Videos gemacht, alle möglichen Schnipsel. Ich habe noch nichts zusammengeschnitten. Ich werde euch das jetzt dann irgendwann so nach und nach zusammenschneiden. Den größten Vorteil, den ich jetzt mit eHajo habe, was mich am meisten freut, was ich richtig cool finde, ist, dass ich jetzt hier ein eigenes Kellerabteil habe. Ein richtig schönes, großes Kellerabteil für meine Bestückung und für meinen Laser, für meine komplette Fertigung, was mir im Büro schon mal deutlich mehr Luft bereitet. Und das Büro ist natürlich auch ganz anders. Wird definitiv mal ein Video dazu geben. Heute einfach mal, damit ihr mal wieder seht, wie es vorangeht und so. Ich meine, hier Sicherungskasten, Hausautomatisierung, da habe ich Videos gemacht, da kommt bestimmt noch was. Aber jetzt mal zu meiner Bestückmaschine, weil es ja gerade noch zum Thema passt. Der hat relativ gut gewackelt am Anfang und ich habe mir jetzt beschlossen, mir einen Tisch zu schweißen und ich zeige euch jetzt in dem Video einfach, wie ich den Tisch geschweißt habe, wie ich das Eisen zugeschnitten habe, die Hohlprofile zugeschnitten habe, wie ich das Ganze geschweißt habe, wie ich es montiert habe. Gerade damit ihr halt mal seht, dass ja schon noch was weitergeht hier bei eHajo. Lötofen hier, Telefon habe ich jetzt hier mit unten. Also ist echt schon was weitergegangen mittlerweile. Und ich hoffe, ich kriege jetzt auch wieder so einen regelmäßigen Schwung rein, dass es wieder regelmäßig Videos gibt. Wer bei Instagram und so dabei ist, der kriegt es ja eh mit. Weil da poste ich regelmäßiger was, da kommt immer wieder was rein bei Instagram. Von dem her haut's da mal auf jeden Fall ein Follow rein. Da verpasst es am wenigsten, wenn es da dabei seid. Und ansonsten, ja, viel Spaß bei dem Video jetzt.
dass wir nach langem, langem mal wieder ein. Puh. Klingt jetzt eher schlecht. So, jetzt ist tatsächlich ein Kabel rausgerutscht gewesen aus dem Mainboard, also im Transport von China hierher hat es überstanden, vom Büro herunter nicht. Jetzt habe ich das Kabel im Mainboard wieder reingesteckt und jetzt fährt es auch. Und jetzt schauen wir mal, ob es auch wieder homefährt. Dann starten wir mal die Software, dann muss das Licht aufhören zu blinken. Perfekt. Kamera. Die Achse fährt. Dann Home All. Puh. Da bin ich jetzt aber schon ziemlich froh. So, da gab es doch irgendeinen Test. Die wackelt kaum. Oh, viel, viel besser wie davor. Viel, viel besser.